Oh mein Gott. Er ist real. In dem Moment, an dem sich deine Freunde an dich erinnerten, wie gerne etwas anderes in Azriels Seele immer stärker und stärker zu reagieren, ist vielleicht Morgi. Es scheint, als gäbe es noch eine letzte Person, die gerettet werden muss. Aber wer? Ich sag Azriel. Ich sag Morgi. Okay. Plötzlich fällt es dir ein. Du rufst nach seinem Namen. Wie? Was tust du? Morgi! Morgi! Oh, es ist Azriel. Der hat auch einen Streifen, seht ihr? Ja, es waren, wenn sie noch jung, da hatten sie nur einen Streifen. Oh, es ist niedlich. So cute. Oh, die Blumen. Verschiedenen Farben. Du fühlst die Seele deiner Freundin Azriel. Azriel Dreamer. Was tust du? Was ist das für ein Gefühl? Was passiert mit mir? Weißt du, dafür, dass du so diabolisch bist, hast du viele Herzen in deinem Design. Ich zähle vier. Ja, es sind halt Seelen und keine... Naja, gut. Ach ja, ja, stimmt. Da war ja was. Ach ja, richtig. Nein, nein! Ich brauche niemanden! Ach, bitte. Wow! Hör auf! Lass mich in Ruhe! Hörst du mich? Nein, du machst jetzt deine Hausaufgaben, Yoga Mann. Zerschmettere dich. Will er dich hören. Ich habe ja die Theorie, dass er aussieht wie so ein schlechter OC, weil er ja als Kind gestorben ist und sich deswegen die Form so vorstellt. Weil er ist ja ein Kind im Kopf noch. Für mich klingt das logisch. Naja, ja, aber das Morgi, hast du dir nicht ausgedacht. Morgi, weißt du, warum ich das mache? Warum ich kämpfe, um dich hier zu behalten? Um mich hier zu behalten? Weil wir ihn enttäuscht haben, weil wir einfach gehen wollten. Wahrscheinlich. Es hat Tränen geregnet gerade. Ja, er nimmt uns das sehr übel, dass wir einfach diesen Ausweg suchen wollten. Ich mache das, weil du etwas Besonderes bist, Morgi. Du bist der Einzige, der mich versteht. Naja, fick dich, Alf. Siehst du, es gibt auch andere Fische im Meer. Du bist der Einzige, mit dem ich noch gerne spiele. Gott, er ist echt noch das Kind. Ja, er ist noch ein Kind im Kopf. Chloe wollte auch mit uns spielen. Ja. Nein! Stimmt! Er ist Chloe. Ja. Ich weiß. Es ist nicht nur das. Ich mache das, weil du mir wichtig bist, Morgi. Ich sorge mich um dich mehr als um jeden anderen. Das laber doch nicht, du baust hier gerade voll die Scheiße. Ich bin gespannt, was deine Begründung ist. Ich bin nicht bereit für das Ende. Ich bin nicht bereit dafür, dass du gehst. Ich kann mich nicht mehr von jemandem wie dir verabschieden. Ja, will wirklich nicht, dass wir gehen. Ich will einfach das... Ja, gut. Das macht halt Sinn, um ein Videospiel weiter rauszuzögern, muss man einfach noch mehr Endkämpfe machen. Also bitte, hör auf damit! Und lass mich gewinnen! Oh, er ist voll am Heulen. Alter. Meine Entschlossenheit ist zu stark. Oh, die Elite ernsthaft. Ja. Hör endlich auf! Alter, das ist so cool. Hey, wir haben keine Möglichkeiten mehr. Außer zu versuchen, ihn zu retten. Guck mal, wie viel HP du hast. Morgi! Ich bin so einsam, Morgi. Ich habe so viel Angst, Morgi. Morgi, ich. Es ist alles nur eine Verdrängungsphase eines Suizid. Warte, apropos Verdrängungsphase. Erinnert ihr euch noch, als wir nach der ersten Begegnung mit Undyne runtergefallen sind auf dieses fucking gelbe Blumenbeet? Ja. Da war auch dieser weiße Hintergrund von wegen Morgi. Ja. Das war auch er, oder? Ja, richtig. Stimmt. Und ja, er verdrängt halt Morgis Tod. Ja. Morgi, es tut mir leid. Ich war schon immer eine Heususe, nicht wahr, Morgi?
Ich weiß schon. Du bist nicht wirklich Moggy, oder? Du meinst zufällig den gleichen Namen. Moggy ist schon lange tot. Oder auch nicht. Vielleicht heißt mir auch Tusk. Oder sowas. Wie heißt der? Asriel. Wie lautet dein Name? Frisk? Ach, Frisk, genau. Warum Frisk? Naja, Frisk ist der Hauptcharakter. Was wir benannt haben, war nur der Spielstand. Was du benannt hast, war derjenige, der halt Asriels Bruder war. Ja. Also Moggy, aber Moggy. Ja, jetzt ergeben die Tapes Sinn, oder? Oh! Ja. Das ist ein netter Name. Was ist so fix, was das? Ich dachte irgendwie aus irgendeinem Grund, es ist Tusk. Aber ich hab's gecallt. Frisk. Ich hab mich schon lange nicht mehr so gefühlt. Als Blume war ich seelenlos. Ich hatte nicht die Kraft, andere lieben zu können. Doch mit den Seelen aller in mir kam nicht nur mein eigenes Mitgefühl zurück. Ich kann ebenso jedes andere Monster spüren. Sie kümmern sich alle so sehr umeinander. Und sie kümmern sich auch um dich, Frisk. Ich wünschte, ich könnte dir sagen, wie sie alle über dich denken. Naja, ich glaube, das will ich gar nicht wissen. Papyrus, Sans, Undyne, Alphys, Toriel. Monster sind seltsam. Selbst wenn sie dich kaum kennen, scheint es, als würden sie dich alle sehr lieben. Frisk, ich verstehe, wenn du mir nicht verzeihst. Ich verstehe, wenn du mich hasst. Ich habe mich so seltsam und schrecklich verhalten. Ich habe dich verletzt. Du hast alle anderen umgebracht. Ich habe so viele Leute verletzt. Freunde, Familie, Zuschauer. Oh Gott. Sogar euch. Es gibt keine Entschuldigung für das, was ich getan habe. Was ist denn bitte verzichten? Darauf verzichten, ihm da zu verzeihen. Da steht wahrscheinlich irgendwie steht verzeihen und dann irgendwie, keine Ahnung, was anderes. Danke, Fuli. Wir verzeihen, nehme ich an. Ja. Was? Frisk, komm schon. Bin da. Du bringst dich nur erneut zum Heulen. Ach, da steht Accept und Deny für die Entschuldigung. Außerdem, selbst wenn du mir verzeihst, ich kann diese Seele nicht behalten. Aber ich kann sie zumindest zurückgeben. Aber zuerst gibt es etwas, das ich erledigen muss. In diesem Moment kann ich es fühlen, wie jedes Herz einen Schlag teilt. Sie brennen alle mit dem gleichen Wunsch. Mit der Kraft aller, mit der Entschlossenheit aller, ist es an der Zeit, dass wir Monster endlich frei sind. Scheiße. Er hat das Radio angelassen. Warum wird die Musik verkehrt rum abgespielt? Er dreht die Zeit zurück, oder? Ich glaube, er sprengt die Barriere. So habe ich das verstanden, aber der zerstört die Barriere einfach. Knacks. Die Barriere wurde zerstört. Ja gut, das dachte ich mir fast. Frisk, ich muss jetzt gehen. Ohne der Seelenkraft aller anderen. Oder auch die Seelenkraft aller anderen. Oh. Kann ich diese Form nicht beibehalten. In einem kurzen Augenblick werde ich mich wieder in eine Blume verwandeln. Ich werde nicht mehr ich selbst sein. Ich werde erneut so etwas wie Liebe nicht fühlen können. Also, Frisk. Warte mal. Bezieht sich die Liebe in dem Fall eigentlich auch auf die Level? Nein. Okay. Es wäre das Beste, wenn du mich einfach vergisst, okay?
Wenn sowas, wenn er mit der Liebe in dem Fall Love meinte, was dann die Level sind, das ist im Deutschland nicht ganz so leicht nachzuvollziehen. Wenn Love wäre in dem Sinne ja das mit dem die Bereitschaft zu töten. Ja. Ja, aber das ist hier nicht gemeint. Das ist hier ja nicht gemeint. Weil nicht? So, okay. Geh einfach zurück zu den Leuten, die dich lieben. Die bereit sind, dich zu töten. Ja. Ich stell dir mal vor, was das dem Ganzen für einen Unterton verleiht. Ja. Ja, das grüßt mir ihn. Mache nichts. Oh. Oh. Da. Ich möchte nicht gehen. Der Name Frisk kommt ja nur hier so wirklich zur Geltung. Heißt das auch nur der Pazifist-Typi ist Frisk, oder? Nee. Frisk, du wirst eine tolle Arbeit abliefern, okay? Egal, was du machst. Jeder wird für dich da sein, okay? Naja, meine Zeit schwindet. Auf Wiedersehen. Ach ja. Der ist sehr gesprächig, dafür seine Zeit schwindet. Frisk? Pass für mich bitte auf Mama und Papa auf, okay? Wen meint er damit? Ach, bitte. Wow. Hey, ich verstehe das gar nicht. Ist er die Blume? Hey, wer ist Frisk? Das ist alles nur ein böser Traum. Bitte wach auf, wer auch immer da gerade redet. Oh shit, wir haben wieder Farben. Oh, du bist wach. Gott sei Dank. Wir haben uns so viele Sorgen gemacht. Es hat sich angefühlt, als wärst du für immer weg. Ja, noch länger und ich wäre wahnsinnig geworden. Sag uns nächstes Mal Bescheid, wenn du ein Nickerchen machst, ja? Okay. Ja, ja. Fuck, wieso krieg ich ihn gerade nicht hin? Ist okay, es wird nur ein Satz sein. Ja, halt, Papa ist nur ein kleines Baby. Was? Ich habe doch nicht geweint. Ich weine nicht. Ich hatte nur etwas in meinem Auge. Was hattest du denn in deinem Auge? Tränen! No. Am wichtigsten ist es, ist doch... dass es Frisk gut geht. Böser Witz, Nanda. Hier, Frisk. Trinke doch ein wenig Tee. Du wirst dich dann besser fühlen. Ja, er will wirklich Tee mit uns trinken. Ja. Wie wäre es, wenn wir ihm erstmal seinen Freiraum lassen? Er muss sehr erschöpft sein. Auch wenn ich mir nicht sicher bin, von was? Das war wirklich nur ein Traum jetzt. Ja, die haben halt alles... Die Zeit wurde zurückgedreht. Ja, stimmt. Frisk, wir erinnern uns nicht genau, was geschah. Da war eine Blume. Und dann wurde alles weiß. Aber die Barriere ist jetzt verschwunden. Ah, das war ab dem Moment, als Papyrus dann gesagt hat, na, eine Blume hat mir gesagt, die soll er herbringen. Ab hier ist dann die Erinnerung von allen weg. Ja. Ja, da ist dann auch Flowey aufgetaucht. Wenn du bereit bist, werden wir alle zur Oberfläche zurückkehren. Oh shit! Die Tür im Osten führt uns jetzt endlich durch. Oh fuck! Aber zuvor... möchtest du vielleicht spazieren gehen? Du kannst allen deinen wundervollen Freunden Lebewohl sagen. Mach was immer dir beliebt. Wir warten auf dich. Jetzt kann man wirklich komplett zurück bis ganz an den Anfang. Und du kannst mit allen nochmal reden. Will ich das?
Manche haben nette Dialoge und naja, warum man ganz zum Anfang dort, wo du gefallen bist, hingehen willst, ist, dort triffst du halt Ezreal, aber er ist der Einzige, den du halt nicht rausnehmen kannst. Er ist der Einzige, der im Untergrund bleibt. Hä, war das jetzt das Spiel? Ja. Warte, ich will wenigstens ein bisschen zurückgehen. Ja, welchen Charakter würden wir gerne aufsuchen? Ja, oh, fuck, der Schneemann, ich hab ihn gegessen. Ich würde jetzt eigentlich doch ganz gern das Ende sehen. Ziel Entschlossenheit. Ja, gehen wir einfach weiter. Klappern nicht noch alle ab, oder? Also da gibt's noch irgendein Secret. Ja, was wirklich wie gesagt, das Secret wäre halt, dass man noch am Anfang hingehen kann, also ganz am Anfang mit Ezreal reden kann. Wollen wir das? Oh, ja, okay. Wenn ihr das wollt. Man kann relativ schnell rüber. Wir werden das, denke ich, cutten am besten. Okay.